Und jetzt habe ich direkt noch einen Programmhinweis für Sie. Und zwar am Sonntag um 20.15 Uhr, da zeigen wir ein Doku-Drama Unbekannte Helden. Dabei geht es um die Widerstandskämpfer im Südwesten. Ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und der Mann, der heute bei mir zu Gast ist, er ist Schauspieler in diesem Doku-Drama. Und eigentlich hätte ich ihn diese Woche bei der Premiere treffen sollen. Das klappt aber natürlich wegen Corona nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Walter Sittler heute bei mir vorbeischaut. Im Film Unbekannte Helden geht es um Menschen aus dem Südwesten, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um andere zu retten. Ja, bitte. Ich bin Otto Mürike. Ihr Mann und ich, wir kannten uns ganz gut. Ich bin auch Pfarrer. Kommen Sie rein. Walter Sittler. Mal tiefgründig ernst, mal charmant. Egal ob Theaterbühne oder Film. Er überzeugt in vielen Rollen. Sie haben gestern Ihre Hochzeit angekündigt. Ach so. Und Walter Sittler bezieht auch Position zu politisch brisanten Themen, wie zum Beispiel Stuttgart 21. Offen Haltung zeigen. Bereits als junger Mann geht er kritisch mit der eigenen Familiengeschichte um. Seine Eltern kamen 1937 aus den USA nach Deutschland. Vater Edward Sittler trat der NSDAP bei. Die SWR-Verfilmung Unbekannte Helden ist auch deswegen für ihn ein wichtiger Beitrag. Ade. Damit wir diesen Teil unserer Geschichte nicht vergessen. Denn nur wenn wir offen darüber reden, können wir auch daraus lernen. Herr Sittler, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, Unbekannte Helden, Sie spielen den Pfarrer Otto Mürike. Ja. Was ist das Besondere an dieser Figur, an dieser Rolle für Sie gewesen? Es ist einer von den vielen während des Dritten Reiches, die versucht haben, das Richtige zu tun und in einer Diktatur den Leuten zu helfen, die keine Chance haben, nicht weil sie schlechte Menschen sind, sondern weil sie die falsche Religion haben oder die falsche Hautfarbe oder die falsche sexuelle Orientierung. Und er ist einer von denen, die ihren christlichen Glauben wirklich leben und den über die staatlichen Institutionen stellen, die manchmal sehr merkwürdige Dinge tun, auch heute noch. Also nicht bei uns, aber in der Welt sehen wir das vielfach. Ich finde das so spannend, weil man in dem Film, ich durfte mir bereits angucken und das rührt einen wirklich zu Tränen, glaube ich deswegen, weil es noch mal näher ist. Diese Orte kennt man, ja. Man kennt den Dialekt und dann sind auch noch Zeitzeugen mit dabei, die erzählen. Ja. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Vergangenheit nicht vergessen. Wir müssen sie verstehen lernen. Wir müssen sie nicht rechtfertigen, wir müssen sie nicht gut finden, aber wir müssen wissen, was passiert ist und verstehen, warum Leute wie gehandelt haben, damit wir merken, was in der Zukunft passiert. Denn nur wenn wir das begreifen, können wir die Gesellschaft formen, die wir sein wollen. Sonst landen wir in derselben Ecke. Und das wollen wir nicht. Also ich nicht. Ist es für Sie ein anderes Arbeiten, wenn Sie wissen, dass da Zeitzeugen erzählen und quasi Ihnen Ihre Geschichte in die Arme legen? Nein, das ist für mich nicht anders. Es ist, in diesem Fall ist es eine lebende Person, aber die gibt es nicht mehr. Ich kann sie also nicht kennenlernen. Ich habe nicht sehr viele lebende Personen gespielt, meistens fiktionale Figuren. Die letzte lebende Person war Frank-Walter Steinmeier, was ein riesiges Vergnügen war, muss ich sagen. Und nein, es ist dasselbe. Es geht darum, dass die Person begreifbar wird, dass man versteht, warum Menschen so sind. Und das sind die wahren Vorbilder auch. Und eine Gesellschaft ohne Vorbilder funktioniert nicht. Nicht eine demokratische Gesellschaft. Also dieser Rolle fühlen Sie sich nah, die können Sie auch nachvollziehen. Aber ja. Würde es auch eine Rolle geben, die Sie jetzt abgelehnt hätten, auch in dem Kontext? Also würden Sie einen Nazi spielen? Es kommt darauf an, welchen. Es gibt welche, da bin ich geeignet und welche bin ich nicht geeignet. Also wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, kennen Sie Reinhard Heydrich? Das war der im Generalgouvernement in der Tschechei. Okay. Ein unglaubliche Sachen gemacht, schreckliche Sachen. Trotzdem wäre das meine Rolle. Die würde ich spielen. Aber während andere würde ich nicht spielen, weil ich glaube, ich verstehe den. Ich finde es nicht richtig. Aber ich würde versuchen zu verstehen, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat, damit man diese Persönlichkeiten versteht, damit man die erkennt. Weil es ist ja nicht so, dass man die Bösen auf der Straße erkennt. Wenn das so wäre, ja wunderbar, ja, dann hätte man, aber die erkennt man nicht. Und deswegen muss man reinschauen, wie sie handeln, was sie tun und was sie sagen. Und auch heute haben wir ja politische Gruppierungen, die Dinge wollen, wo ich sage, das können wir als demokratische und vielfältige Gesellschaft nicht wollen. Okay. Und gibt es denn auch bei Ihnen Momente in so einem Film, die Sie dann extrem berühren, wo Sie selbst auch manchmal ja, von diesen gerade Widerstandskämpfern extrem angefasst sind?
von den Biografien? Also beim Spielen selber nicht, weil dann muss ich es ja verstehbar machen. Wenn ich dann selber angefasst bin, kann ich es nicht mehr gescheit spielen. Sie müssen angefasst sein von dem Spiel. Bin ich übrigens. Und wenn das gelingt, ist gut, dann haben wir gewonnen. Ja? Aber wenn man dann davon erfährt oder drüber liest und auch liest, wenn sie Kinder hatten oder Partner oder was auch immer, da merkt man dann, welchen Mut es braucht, so zu sein in einer schwierigen Situation. Wir schauen noch mal rein und schauen uns gemeinsam eine Szene an. Ja, wir verstecken sie. Wer ist wir? Nichts Offizielles, ich kann auch keine Namen nennen, aber es sind Leute dabei, die auch Sie und den Mann gut kennen. Ich würde Sie selber nehmen, aber Sie waren schon zweimal bei mir. Und die Gestapo überwacht mich jetzt verstärkt. Guten Abend. Ich habe hier schon zwei bombenflüchtige Familien. Bitte nehmen Sie Platz. Das spielt in diesen Zeiten für Sie natürlich keine Rolle, Frau Spieth. Ich finde das schön, Sie sitzen hier ganz gebannt und haben noch mal so auf den Monitor gerade geguckt. Haben Sie es auch zum ersten Mal gerade gesehen? Ich habe den Film noch nicht gesehen, nein. Und was sagen Sie? Ich bin sehr gespannt, freut mich, dass es so ist. Es ist ganz ruhig erzählt und das ist wichtig, damit man Zeit hat. Weil wir wollen die Leute nicht überwältigen, sondern wir wollen sie verführen in die Geschichte, dass sie merken, was passiert ist und was auch wichtig ist. Weil das ist das, was wir auch jetzt wieder merken in dieser Krise, die wir jetzt haben. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und jetzt wird wieder von Helden geredet. Mhm. Und das ist auch schön so, wobei ich mit dem Begriff Helden habe ich schwer. Ich bin gespannt, was davon überbleibt, wenn es mal vorbei ist. Wenn man dann immer noch davon redet und ihnen die Anerkennung gibt, die sie verdienen und die sie wirklich brauchen, schon lange. Und wo wir wissen, dass sie es brauchen, dann hätten wir wenigstens was Positives gewonnen. Dieses Projekt, haben Sie auch gesagt, ist Ihnen besonders nochmal ein Anliegen, auch aus Ihrer eigenen Geschichte heraus. Ihr Vater war bei der NSDAP. Ja. Und wie fühlt es sich für Sie an, wenn Sie dann gerade solche Filme drehen? Erinnern Sie sich in irgendeiner Form auch an Ihren Vater? Ja, mein Vater hatte eine ganz andere kleine Position, wie viele andere auch. Es ist mehr, dass ich möchte, dass das in Erinnerung bleibt, wie Menschen handeln können unter schwierigsten Bedingungen. Dass es geht. Dass man nicht alles machen muss, was ein staatlicher Apparat sagt, wenn der nicht bei Verstand ist. Hat Ihr Vater alles gemacht, was der Apparat von ihm wollte? Nein, er war ein junger Mann und er hat fürs Radio gearbeitet und hat Sendungen gemacht. Also er hatte den Vorteil, dass er nicht zu, sagen wir, sehr unmenschlichen Dingen gezwungen war. Aber er war in der Partei und hat diesen neuen Menschentypus, das fand er richtig damals. Obwohl er sehr gebildet war, auf der Uni war, Theologie studiert hat. Deswegen meine ich, also die Bildung allein hilft nicht davor, falsche Dinge zu tun. Das ist das Dumme. Aber wie bringt man das als Sohn zusammen? Weil ich vermute, Sie haben trotzdem wunderschöne Momente auch mit Ihrem Vater gehabt und auch vermutlich liebevolle Momente und gleichzeitig so eine Gesinnung auf der anderen Seite. Wie haben Sie es für sich verarbeitet? Also für mich, mein Vater starb, da war ich 22. Ich hatte nicht genügend Gelegenheit, mit ihm über die Vergangenheit zu reden. Mit meiner Mutter ging das auch nicht gut. Sie sagte dann immer, ach, was wisst ihr schon? Und das war dann schwierig. Aber ich glaube, man ist grundsätzlich verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt also meinen Vater als Professor, es gibt meinen Vater als Vater, es gibt meinen Vater als politisch denkender Mensch, wo ich weiterhin nicht begreife, wie es möglich war, dass er auf die NSDAP reinfallen kann man nicht sagen, angezogen war. Aber er kam aus USA. Dort gab es eine sehr starke nationalsozialistische Verbindung in Illinois, überhaupt im Mittleren Westen. Und er kam aus der Zeit der Prohibition und wirtschaftlicher Niedergang. Und dann war die NSDAP, die sagte, wir machen einen neuen Menschen. Und das hat ihn angezogen. Er hat Oswald Spengler gelesen, er hat über Nietzsche promoviert. Das sind alles Sachen, die man zusammen konnte. Und das Wichtigste für mich war, und da kommt auch unsere Tochter ins Spiel, einfach das zu durchleuchten und versuchen zu verstehen, warum man das tut. Das hat nichts mit Rechtfertigen zu tun, aber zu verstehen, damit es nicht mehr eine Wolke ist, sondern man es drüber reden kann und es akzeptiert, dass es so ist. Ich finde das so spannend. Ihre Tochter hat jetzt auch ein Theaterstück geschrieben, genau zu dem Thema. Ja, Vorbild ist die Lebensgeschichte meines Vaters. Aber die Hauptfigur ist ein Enkel, der versucht, rauszukriegen, was da war und Dokumente einsieht. Es gibt ein ganzes Archiv in den USA über meinen Vater, was immer noch nicht angesehen werden darf. Da frage ich mich, warum eigentlich?
Es ist classified, wie das in Amerika heißt. Es ist geschlossen, wir dürfen das nicht sehen. Da kann nicht viel drin sein, weil er war ein junger Mann, aber trotzdem. Ne? Das heißt, Sie bemühen sich immer noch, da einen Blick zu bekommen? Ja, ich hab lange E-Mail-Verkehr gehabt mit einer sehr freundlichen Dame von dem Archiv in Illinois. Sie hat mir alles gegeben, was sie geben konnte. Anders als sie, da ist ein Stempel drauf und da ist kein Enddatum. Ich kann nichts machen. Das heißt, es sind offene Fragen, die weiterhin bei Ihnen bleiben? Die sind wahrscheinlich ist es ganz lächerlich, aber trotzdem wüsste ich es gern. Und das ist das Wichtige, dass man die Geschichte begreift und immer wieder sagt, damit wir lernen, wie wichtig der Mut ist. Ja? Man muss Mut haben. Ich glaube, genau das zeigt auch der Film. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Am 3. Mai um 20.15 Uhr sehen wir Sie dann in Ihrer Rolle. Vielen Dank, Herr Sittler. Danke.